Ja, hallo meine lieben Gameplay-Freunde. Schön, dass ihr mal wieder vorbeischaut. Wir haben noch eine Rechnung offen hier mit Layers of Fear. Der zweite Teil. Den ersten haben wir ja durchgespielt, zweimal sogar. Beim zweiten bin ich mir nicht sicher, ob wir das ein zweites Mal machen. Das muss ich mir erst ansehen. Erstmal den ersten hier runterbringen. Ich habe schon einige Zeit nicht mehr Layers of Fear gespielt. Jetzt starte ich das Game, steht hier, enthülle die Geschichte des Regisseurs mit einem neuen aufregenden Kapitel von Layers of Fear. Jetzt erhältlich und gratis für alle mit dem aktuellen Spielupdate. Bestätigen. Das machen wir und wir fahren mit der Handlung fort. Einfach so, wenn wir es können und hauen rein eine halbe Stunde. In etwa 25, also zwischen 25 Minutes and a little bit more. So, keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, zwei Kästchen haben wir noch zu öffnen. Naja, gut. Na? 4 von 6, das ist schon mal nicht so schlecht. Ich möchte auch gar nicht so großartig viel herum suchen. Weil ihr seht schon, uns fehlt hier jede Menge Leute. Also wir haben hier einiges aufzuholen. Ich spiele jetzt auch hier mal untertags. Es ist dunkel genug. Schwalbe hat mir gerade geschrieben. Wartet mal, Freunde. Da muss ich mal hier. Oh Gott, hoffentlich habt ihr das jetzt hier nicht lesen können, was mir Schwalbe geschrieben hat. Wir machen ja heute am Abend ein Let's Play. Nein, das ist privat. Drehen, schließen. Verstehe ich nicht, warum ich da nicht rein gucken kann. Und ja, jetzt gehen wir hier aber wirklich los. So, ich habe hier doch einiges vergessen. Ja, Schwalbe und ich, wir machen heute ein Let's Play und zwar Sin 2, Divinity Sin 2 oder so. Ich habe vor, dass ich es aufzeichne. Schwalbe hat nichts dagegen und dann schauen wir mal, was unser Captain, unser Herr Kaloin sagt. Der müllt mich hier zu, schreibt mir hier laufend Messages. Ich kann jetzt nicht umschalten, was soll ich machen? So, pass mal auf, hier steht, am Boden der Flasche kommt er zu mir. Der gehörnte Meister des Kubismus. Wir trinken auf den Niedergang der Realität, bis die Konturen schärfer werden und ich mich an den eckigen, unendlich scharfen Kanten meines Glases schneide. Und er sich in sein Nest zurückzieht, in der Iris meines linken Auges. Ja, okay, gut, dass wir das niedergeschrieben haben. Was ist hier Abschrift? Okay, drehen kann man es nicht. Schließen kann man es. Wir stecken es gleich ein, wir nehmen es gleich mit. So, jo, also wie gesagt, wir sind hier, Layers of Fear. Und ich bin ja sowas von gespannt. So, warte mal. Hier, genau. Aber wie ging das dann hier nochmal? Warte mal, ich muss hier. Okay, linke Maustaste dann für den Superstrahl. Rechts für die Lampe. Und linker Maus dann hier für den gewaltigen Superstrahl, den wir quasi brauchen, wenn die alte wieder auftaucht. Um sie uns vom Leibe zu halten. Es ist hoffnungslos. Ich kann es einfach nicht mehr länger ertragen. Ja, Junge, hätt's nicht zu viel gesoffen, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, geraucht hat er auch. So, also hier rechte Taste, dass wir sehen.
da liegt ein Teddybär. Das ist so much cooler, Leute. Es ist so much cooler. Da machen wir gleich einen klassischen F12. Sie sind in den Wänden. Machen wir auch einen F12, weil wir einfach. So gern Screenshots machen. So, was haben wir hier? Kubistische Kunst. Eine Schande laut, unleserlich. In der Kunst geht es um Schönheit, schreibt bla 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 ein Maler, der vor einigen Jahren für sein Talent weiterhin Anerkennung fand. Dieser Maler, wie sie sich selbst nennen, haben entweder vergessen, was Schönheit ist, oder beschlossen, sie zu beleidigen. Eine Verschwendung von Farben, eine Verschwendung von Talent und eine Verschwendung von Zeit. So, dann nehmen wir auch eine Abschrift oder auch nicht. Und wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel gefunden, Leute. Wo der hingehört, wissen wir. Das ist nichts Neues. Ich bin über jeden Schlüssel froh, den ich hier finde. So, sehen wir da noch irgendwas? Nee, soweit alles gut. Also, dann nutzen wir. Ah, sie sind in den Wänden. Die Ratten sind gemeint. So. Und am Boden. Am Boden sind sie auch. So, die Ecke kennen wir bereits aus dem. Ich meine, das ganze Haus kennen wir bereits aus dem ersten Teil. Hier im Großen und Ganzen. Auch die Ratte lief hier vor uns. Aber ich gehe da, als würde es nichts zum Durchstöbern geben. Hoffentlich fallen wir da jetzt nicht durch. Jo. Welcome. Oh, Pilze gibt's hier. Kompass. Kann man aber nicht angreifen hier. Paranormale Aktivitäten. Zugesperrt. So, jetzt warten wir nochmal ab hier. Es werde Licht. Lauf steht da. Okay, die Rattenplage. So, wir sind hier wieder in unserem Aufwachraum. Oh Gott. So, komm, beruhig dich, Junge. Auf geht's. Auf, ja. Aber wohin? Wohin sollen wir laufen? Die Tür, die ist doch zu. So, komm.
man eigentlich hier noch schneller laufen? Ich meine, wie läuft man hier überhaupt? Machen wir es mal so. Bla 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 bla, Grafik-Soundsteuerung. Das ist ja hier mal so. Vorwärts bewegen, nach links, rückwärts interagieren, zum Hocken, Rennen, Left Shift. Ja genau, die drucke ich. Aber das ist nicht wirklich jetzt wahnsinnig schnell. Pass auf. Normales Gehen. Dam, 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 dam. Und laufen. Left Shift. Alter, das ist jetzt. Also ich weiß nicht, seid mir jetzt bitte nicht böse, aber so schnell kommt man das jetzt gar nicht hier vor. So. Kommt man da wieder raus jetzt oder wie? Ah, wir sind quasi auf der Flucht. Nicht jetzt. Auf der Flucht vor den Ratten. Hey, jetzt sind wir noch durchgebrochen, also ziemlich spannend hier. Zumindest sind wir mal erfolgreich weggelaufen. Und sehen uns hier in einem. So. Verblüffenden Rätsel. Oder auch nicht. Auge starrt uns an hier. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Aber scheinbar haben wir das eingeprägt bekommen, wie wir da jetzt den Schacht runtergefallen sind. Ja, kann schon mal vorkommen, ne? So ist es hier in Layers of Fear. Spannend. Oder auch nicht. So, hey! Rattenzeichnung, rattenscharf, kreischende Brandstifter, widerhallende Schreie. Sie schrecken vor nichts zurück. Ich werde nicht einfach aufgeben. So, Abschrift. Ach so, Abschrift, ja, okay. Zack, schließen, einstecken. Und da sind wir schon auf Verschwindibus. Sag mal, hier wieder einen Zettel. Alles, was ich tue, tue ich um mit dem Denken aufhören zu können, die Fragen zu stoppen. Ist das wirklich das Haus, das ich kenne? Wo bin ich? Was ist hinter dieser Tür verborgen? Was ist hinter mir? All diese Fragen sind schlimmer als das, was tatsächlich geschehen kann. Genauso ist es. So, 100.000 Fragen in ein paar wenigen Let's Plays. Und alles soll ich beantworten, Leute. Ich meine, was soll ich nicht noch alles machen? Ich habe auch nur zwei Hände. Das müsst ihr verstehen. Hier eine tote Ratte. Die greife ich nicht an. Was ist das denn? Ein Fetzen, also so ein Dingsbums, Gemäldestück hier. Jeder Fehler eine Falle. Also im Moment muss ich sagen, bin ich wirklich froh, wenn ich dieses Layers of Fear erstmal einmal durch habe. Leute, das könnt ihr mir getrost glauben. Da ist die Tür zugegangen.
mal hier. Verdammter Köter will einfach sein Maul nicht halten. Es ist kein Wunder, dass ein alter Stern gegen das ihn überstrahlende Licht der Sonne rebelliert. In Wahrheit sind bla 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 Gemälde nunmehr seit vielen Jahren langweilig und übermäßig konventionell. Sie wecken keine Gefühle, haben keine Aussagekraft und sind bestenfalls nur angenehm anzusehen. Kunst sollte nicht angenehm sein, sie sollte die Welt verändern. So, das haben wir mitgenommen. Da war wieder ein fleißiger Kritiker auf dem Weg, sich bei uns quasi beliebt zu machen. So, jetzt haben wir hier zwei Türen und eine können wir benutzen. Da gehen wir rein. Zack. Aber sie geht noch auf. Es heißt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Während dies für viele Werke in der Kunst Gültigkeit hat, gibt es auch Fälle, in denen die Worte, die einem einfallen, kaum als schmeichelhaft bezeichnet werden können. Babyface ist so ein Gemälde, hier auf der rechten Seite zu sehen. Diese Kunstanomalie inspiriert weiterhin Tausende von Bewunderer des durchschnittlichen, wobei sie eigentlich nur eine Nebenattraktion sein sollte. Offen gesagt, ist es kaum noch als Kunst zu bezeichnen. Es handelt sich lediglich um ein Gekritzel. Dies ist, was dabei herauskommt, wenn man einen unausgeglichenen Maler eine Woche lang in einen dunklen Keller sperrt. Selbst wenn man die stümperhafte Ausführung außen vor lässt, bleibt dieses Gemälde einfach nur kläglich. Ja, danke. Danke für diese schönen Worte. Danke, dass du das gesagt hast. Danke. Wir sind trotzdem nicht sauer. So, okay, da haben wir nichts. Nichts, nichts, nichts. Und wieder nichts. Ich meine, hier sieht es ja irgendwie aus wie bei Lehmann unterm Bett. Einen Schlüssel kann man immer brauchen. Ist das hier ein Rattenfuß? Wie cool ist das denn? Kann man jetzt dann hier den Rattenfüßchen quasi nachgehen? Da, da liegt sie, tote Ratte. So, da können wir leider nicht rein, aber da drinnen fährt der Rollstuhl, dreht sich zu uns. Du hast mich allein gelassen. Zack und bumm und weg. So. Den Schlüssel haben wir gefunden, der gehört doch sicher in diese Tür. Das werden wir hier auch nutzen. Und dann machen wir hier die Tür auf, gehen da durch und sind hier in einer wunderschönen Location. Also sieht so aus, wie wenn hier jemand etwas aufgeräumt hätte. Du kannst es nicht haben. Und da können wir uns schon erinnern, wir hatten genau dieselbe Location natürlich auch im ersten Teil. So, ich glaube nur, dass wir in die falsche Richtung hier marschieren. Wir müssen in die richtige Richtung gehen.
Und siehe da, oder einmal im Kreis, geht auch, sehe ich gerade. So. Schauen wir mal hier im Kreis. Nicht, dass wir irgendwas liegen sehen. Und dann da rein, was leider nicht geht, okay. So, das war jetzt ich, falsche Taste, sorry Leute dafür. Aber ihr seht schon, das hier ist verschlossen. Kommt man nicht rein. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist hier eine Spur dunkler und ich möchte es gar nicht so dunkel haben, nämlich auch für euch nicht. Ein Globus. Die Tür ist offen. Seht ihr das? Seht ihr das? Die schemenhafte Frau hier. Schau mal rein. So, jetzt geht die Tür zu. Ist versperrt. Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual, ne? Nehmen wir die. Die am weitesten offen steht, oder nehmen wir die, die am weitesten zu ist. Die sind alle drei irgendwie gleich. Wir nehmen die, komm raus hier. Oh Mann! Oh, die Truhe ist offen. Und was haben wir hier? 19. Juli, nach der Stille zu urteilen, die sich nun hier im Haus entfalten hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und Fetzen zerrissener Leinwand, die inzwischen seinem bevorzugten Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass es das letzte Mal gewesen ist. Ich bete inbrünstig, leidenschaftlich. O Herr im Himmel, mach, dass sein Kopf aufplatzt, nur sehr was, und all das Verrottete ausfällt, ausläuft, Entschuldigung. Mach, dass er sich seine Handgelenke mit Glas aufschlitzt und die rote Galle ausfließen kann. Halleluja. Mach, dass er an seinen eigenen Erbrochenen stirbt, auf dass wir alle Frieden finden. Denn wenn du es nicht magst, werde ich eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, die Treppe herunterzugehen und seinem Leben ein Ende zu setzen. Du vor allen anderen solltest wissen, dass es nicht ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Amen. Das nenne ich einmal ein Gebet hier von unserer lieben Gattin. Jetzt wissen wir auch, warum das wie soll ich sagen, hier eingesperrt war in diesen hübschen Köfferchen. Zum Beweis machen wir einen Screenshot. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Erfolg eingefahren. Bin mir aber nicht sicher, weil es ging ziemlich rund hier in den Kabäuschen. 25 minutes are over. Thank you for watching. Und bleibt den Undertaker Channel treu. Ich sag Tschüss!